Sie fuhren mit der Deutschen Reichsbahn. Über tausende Kilometer. In den Tod. Mehr als 12.000 Kinder und Jugendliche aus Deutschland. Über 1 Million aus ganz Europa. Weil sie Juden, Sinti und Roma oder Kinder von Nazi-Gegnern waren. Wir waren 3 Tage unterwegs in einem Viehwaggon und wir hatten nur das eine im Kopf: Überleben. Aus den Waggons warfen sie letzte Briefe. Nur wenige kehrten zurück. Für diese Deportierten fährt ein Zug durch Deutschland. Der Zug der Erinnerung. Um den ermordeten Kindern und Jugendlichen ihre Gesichter wiederzugeben, ihre Würde. Kommt der Zug der Erinnerung auch in die Bahnhöfe ihrer Stadt. Dort, wo sie deportiert wurden, erzählt eine Ausstellung die Geschichten der Kinder und nennt ihre Namen. Damit ihr Weg in den Tod niemals vergessen wird. Zug der Erinnerung. Eine fahrende Ausstellung in den Bahnhöfen ihrer Stadt. Ausstellungsdaten unter www.zug-der-erinnerung.eu.